In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Herausforderung bei Akt 2 Direktlieferung Zerstöre einen feindlichen Helikopter ganz easy abschließen könnt. Dazu müsst ihr zu einem Frachtauftrag und dieser ist der hier, den ich gerade markiert habe auf der Karte. Dann fahrt zu diesem Auftrag und aktiviert ihn und nun müsst ihr einen LKW abliefern und der befindet sich immer in der nahegelegensten Tankstelle. An der Tankstelle befindet sich immer eine Garage, die ist dann verschlossen. Diese müsst ihr öffnen, jedoch befinden sich in dieser Garage auch immer Söldner, die diesen Wagen beschützen. Ihr könnt die Söldner auch durch die Wand töten oder wenn ihr dieses Perk Todeswahrnehmung habt, dann seht ihr auch die Umrisse und könnt die noch leichter durch die Wand töten. Ihr müsst jetzt in den Wagen steigen und erstmal losfahren, bis ihr die Ansage hört, dass sich ein Helikopter nähert. Das kann ein kleines bisschen dauern, beziehungsweise müsst schon so ein kleines Stück wie ich weiterfahren. Und wenn ihr dann hört, dass der Heli sich nähert, dann fahrt ihr hier ganz schnell wieder zurück und begebt euch am besten wieder in die Garage, so wie ich es jetzt mache. Keine Angst, wenn der Heli in der Zeit auf euch schießt, weil das wird nicht reichen, um den Wagen hier zu zerstören. Parkt einfach den Wagen zurück in die Garage, steigt aus, dann wird dieser Heli hier über die Garage fliegen und versuchen euren Wagen zu zerstören, jedoch schafft er das nicht und ihr könnt ganz in Ruhe mit eurer Waffe auf den Heli schießen. Natürlich könnt ihr hier auch Raketenwerfer nehmen, wenn ihr jetzt explizit nur deswegen in die Map reingeht, aber ansonsten könnt ihr auch mit jeder x-beliebigen Waffe drauf schießen. Das war's dann auch schon mit dem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.